Mundlaute-Tabelle wird helfen, den Kindern über andere Sinne die Buchstaben zu erlernen. Schaut's mal. Jetzt hier habe ich das T. Es gibt der D und es gibt der T. Und ich nehme jetzt beide hervor. Also, T, T spielt sich hinten bei den Zähnen ab. Und wer den Atem beobachtet, der weiß, es geht hier raus. T, 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 T. Da im Mund wird der Atem auch nach vorgeworfen. Das kleine T, das sind ja meine erfundenen Buchstaben, nicht vergessen. Und damit es Spaß macht, kann man es auch dann ausmalen. Und jetzt gehen wir aber zum D. Ein D spricht man ohne dem T mit diesem Atem aus. Also habe ich es hier interpretiert, auch entsprechend ohne dem Luftstrom. D. Gehen wir aber zum nächsten Buchstaben, mal schauen einfach. Und jetzt nehme ich aber auch das andere Buch hervor, weil es ist ja so, dass ich zwei geschrieben habe, eins für Mädchen und eins für Buben, vom Gesicht her, von den Zügen her, damit sie eben sich auch erkennen im Spiegelbild, im Bild. Bleibt dran.